Ja, und da möchten wir Ihnen jetzt im Februar, ich sag mal ganz frech, einen kleinen Keinohrkater vorstellen. Das ist der Fips. Wie Sie sehen, Fips hat keine Ohren. Warum das so ist, das weiß niemand. Fips wurde gefunden. Es ist ein Kater. Er ist super verschmust und nett. Die Ohren sehen einfach nur ein bisschen komisch aus, tun ihm aber nicht weh. Er hört auch trotzdem. Er ist circa 4 Jahre alt, super freundlich. Er soll in Freigang vermittelt werden. Also er möchte gerne nach draußen. Er kann zu einer anderen Katze, muss er aber nicht. Und er möchte ganz viel Liebe und möchte ganz viel schmusen. Also, wenn Sie das kleine Keinohrkaterchen kennenlernen möchten, dann schauen Sie einfach mal im Tierheim hier in Dresden vorbei.